ich weiß echt nicht, was mit mir falsch ist. Ich will bloß so einen kurzen Test machen zwischen H265 und H264, Videokompression, beziehungsweise Kompatibilität auf YouTube und YouTube, und ich schaffe es einfach nicht. Beim ersten Mal nehme ich die falsche Szene, also es nimmt überhaupt nichts auf, beim zweiten Mal vergesse ich die Aufnahme zu stoppen. Das ist doch vollkommen dämlich. So, jetzt renne ich einfach durch das Level. Komm jetzt. Hä? Spring halt einfach hoch. Was ist eigentlich dein Problem? So, ich weiß nicht, ob es schon jeder weiß, aber heute wurde ein. Also wirklich sehr früh. In wirklich sehr früher Entwicklungsphase Switch-Emulator angekündigt. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Denn ich weiß nicht, ob das sich so gut auf Verkäufe auswirken würde. Ach, hier war ich gerade drin. Hä? Alles klar. Alles klar, ich war hier gerade drin. Komm jetzt rüber hier. Wobei ich nicht mehr denke, dass es so schaden wird, denn es kam schon vor, bevor der Game Boy Advance überhaupt rauskam, kam schon der erste Emulator dafür. Und für die Schweiz hat es nicht mal so eine starke Rolle gespielt. Achso, der springt gar nicht rein. Nach hinten, gut zu wissen. Sonst springt er immer nach hinten. Falls jemand nach der Musik fragt, die kommt auch von einem Stream. Komm jetzt, ach man, ich habe so gehofft, mehrere Leben zu bekommen. Ach Mist. Ja, und dann im Endeffekt kriegst du sogar weniger. Komm jetzt, geh hoch da. Warum mache ich das? Ach, man kann doch nach hinten. Gut zu wissen. So 3 Minuten, das reicht eigentlich für so einen kleinen Test. Also dann, tschüss.